Heidi ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man, und wir zocken heute Vulkanoids. Naja, zum ersten Mal im Stream, aber am Donnerstag könnt ihr auf YouTube euch die erste Folge angucken, mit meiner blanken Panik im Gesicht. Wir zocken mit dem David und mit dem Lars zusammen. Ne? Hallo? Jusen schaut zu. Und Jusen schaut zu. Und Servus! Und spielt gerade, er hat im Steam-Shop Freddy Spaghetti gefunden für 80 Cent und das zockt da gerade. Also die 80 Cent ist das Spiel echt wert, Leute. Also, ja, also ich finde es witzig. Ich finde es schon witzig irgendwie. Nur weiß ich manchmal nicht. Nur weiß ich nicht, wo ich jetzt hin muss. Das ist das Problem. So, alles andere läuft. Stream läuft auch, obwohl ich die Folge schon render für Donnerstag. Das ist schon mal sehr schön. Wenn irgendwas Bild und Ton nicht stimmt, sagt gerne im Chat Bescheid. Oder auch bei anderen Sachen. Wenn ihr Ideen habt, was wir spielen sollt, alles mögliche. Haut rein. Wir werden es beantworten. Freddy Spaghetti! Alter, Hashtag Freddy Spaghetti. Okay. Okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Achso, nee, wir sind ja unter der Erde. Ich muss erst mal auftauchen. Soll ich auftauchen? Nee, wir sind oben. Laut dem Periskop sind wir... unten. Wir sind unten. Okay. Das ist jetzt der Hebel zeigt nach unten. Achso, der Periskop kann trotzdem rauskommen. Okay, alles klar. Gut, na dann auf. Fahren wir mal nach oben. Wir brauchen Ressourcen. Genau. Es gibt. Na, Ressourcen haben wir ja auch schon ordentlich. Ui, was ist Winter? Was war? Nee, das ist noch die Asche, ne, vom Vulkanausbruch letztes Mal. Was brauchen wir an Da Vinci? Ich wollte euch dazu kommen. Schwefel und Kohle eigentlich en masse. Alter, magst du hier bei Discord auch vielleicht mal kurz live gehen? Du kannst doch beim Stream gucken. Ja, aber immer wieder aufs Handy rechts dazu gucken, hier ist es einfacher. Dort stimmt, Jusen besitzt ja noch keinen zweiten Bildschirm. Was plonkt denn hier die ganze Zeit? Ah, okay, irgendjemand ist live gegangen. Davidorf, nice. Alter, ganz viele Sammelkarten. Guck mal, cool. Ein bisschen laggy. Ich guck mal kurz, Leute. Sorry, wenn es kurz. Nö, Arbeitsspeicher alle Dude, Prozessor alle Dude, Grafikkarte alle Dude. Nö. Das sollte eigentlich. Alle Dude, cool. Da muss David das öffnen, genau. Warte mal. Ist hier jetzt umgekehrt? Was, wie, wo, wer soll ich öffnen? Alter, du das kleiner Pimmel. Na, den Stream für User, damit er mit reinkommt. Bei den Robotern musst du bloß aufs Licht schießen, dann rennen sie weg. Das ist ja geil. Aber Roboter sind Gegner, oder was? Roboter sind Gegner, ja. Ich hab ne Revolver, wie ich sehe, David. Ja, wo wollen wir denn hin, David? Achso, na, hier ist uns quasi unser Tunnelbohrer. Na, ich würde zum rastigen Anbossdorf. Dorf, ja. Und, Deutsch ist nicht deine Stärke, oder? Ja. Schluchtladeplatz? Schwefelader könnten auch noch. Schwere Sprache. Habe ich ein leeres Inventar? Ganz schwere Sprache. Halt. Wo willst du jetzt hin? Na, da wieder zum Haus hoch. Wir haben noch mal 15 Minuten. Achso, Dorf am Strand, oder was? Nee, rostiger Ambossdorf. Das, was hinter der Schwefelader ist. Also, ich laufe einfach hin. Achso, ja, guck voll in der falschen Richtung. Ich renn dir mal hinterher. Ja, aber wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schwefel. Oh, ja. Und hier vorne war ein Schwefelquellen. Da sind wir letztes Mal gar nicht rumgelaufen. Oder ich nicht, auf jeden Fall. Schwefel brauchen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir... Oh Gott, hier ist ein fester Sieg. Aua. Das war schneller. Mit einem Riesenpenis. Brauchst du auch Heilung? Ach, scheiße, jetzt, wo wir schon wieder dabei sind. Alles. Mann, hab ich schon wieder angefangen damit. Ach ja. Jetzt hast du mich geheilt, wa? Hehehehe. Hehehehe. Du bist so witzig, Hans. War schon abgetaucht, oder? Nein. Die farmen gerade hier, Dicker. Hier oben steht noch ein Schlingel. Na, David, Lars ist bei eurem Dings. Passt auf, dass die Türen geschlossen bleiben, und David baut hier gerade ab bei einem Fremden. Okay, aber es steht noch einer bei uns in der Basis. Ne, das ist Lars, wie gesagt. Der passt auf, dass die Türen offen bleiben. Da ist mein Rucksack. Das Ding ist kaputt, David. Woo. Oh, wie es explodiert und boom 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 macht.
Sonst nur schnell abbauen und zurückrennen. Oh, das ist echt knapp. Wieso läuft das? Ich hole nur meinen Rucksack und dann. Ja, aber ich muss ja noch ein Stück laufen. Ja, aber da keine 3 Minuten, oder? Mensch, David, so. Warum willst du jetzt den Teufel an der Wand malen, hä? Hä? Erzähl mal. Okay, wird wirklich knapp. Erzähl mal. Ihr seid doch beide beim Tunnelbohrer. Könnt ihr nicht einfach zu mir fahren? Oder so rum, ja. Könnte man Zeit sparen, ja. Kriegst du das hin oder soll ich hinlaufen? Komm lieber her. Wenn wir nicht verfehlen? Nee, ich hab hier gerade so einen nächsten Platz frei gemacht. Deswegen könntet ihr da hin. Oh, egal, ich geh nach Hause. Das sind 500 Meter, das schaffe ich in 2 Minuten. Schaffst du es in 2 Minuten? Oh, ich hab die falsche Taste wieder gedrückt. Oh nö. Sind wir schon unter der Erde? Nein. Was du willst, deshalb komm ich gerne vorbei. Geil. Dann bist du ganz schnell unter der Erde. Wen willst du denn da mitbringen, mein Freund? Mach nur eine kleine Ampulle mit Gift, alles gut. Alles gut. Ja. Ja, hast du schon getrunken, also in ein paar Stunden ist eh vorbei. Warte. Wern ist grüner Maracuja. Oh, scheiße. Ich hab so ein männliches Bier genommen, scheiße. Willst du doch überlegen? Mädchenbier. Ja, man merkt es schon. Maracuja, ich mag es erfrischend. Es ist so heiß. Ja, genau, ist total lecker. Alles oh, das Maracuja. Könnte echt knapp werden. Eine Minute. Soll ich schon mal an den Hebel gehen? Ja. Ich hab noch 150 Meter. Wie betätigt man den Hebel denn? Gott, wenn ich das schon höre. Nicht ausprobieren jetzt. Nee, deswegen lass es. Der muss einfach versuchen, das zu schaffen. Gibt keine andere Möglichkeit. Mann, ich seh's doch schon. Lauf, Forrest, lauf! Auf mein nächstes Ziel sieht's auch. Ach, du bist doch gleich da. Das ist doch Quatsch, ich seh dich doch. So, guck, wir haben mal noch Zeit, komm rein. Da kannst du das Hebelchen allein umlegen. Siehst du, scheiße Wahl. Wie haust du da rauf, David? Ja, da hat das Ding in der Hand. Ja, let's go. Achso, sind alle drinne? Ich vergesse es immer zu fragen. Ja. Ja. Du bist ein guter Pilot, ja. Okay, und das gräbt da. Kannst du wenigstens aussuchen, wohin du gräbst, oder gräbst du einfach? Ja. Nee, wir gräben. China kommt da jetzt raus. Japanese? Ah, okay, das finde ich ein bisschen lame. Dass man nicht mal aussuchen kann. Ich hätte mal. Oh, boom, bam! Das ist geil. Okay, das sieht cool aus. Alter, richtiger Atompilz hier. Ich verstehe nicht warum. Oh, noch ein Atom. Ah, ne, ist die Welle. Wie funktioniert jetzt hier der. Wo ich davor stehe? Und wie ist das nicht mehr wie gestern? Nee, du musst nur auf Menü klicken. Einfach nur Menü. Und dann? Wenn ich dann aber, obwohl ich ja Schwefelerz in der Tasche hab, da drauf klicke, macht er das nicht. Nee, bei dem ist es jetzt anders. Der greift jetzt aus dem Inventar zu. Na, ich hab's doch im Inventar. Nee, aus der Kiste hier. Aus welcher? Da müssen wir dem. Aus der hier. Aus der Schiffskiste. Ah, okay. Wir müssen, als nächstes wollte ich die Kiste, also das hier, diese Kiste kannst du noch vergrößern. Das wäre schön, weil ich habe da ganz viel Kohle und ganz viel Kupfererz reingemacht, aber... Ja, wir können auch ein einzelnes Munitionslager, glaube ich, und sowas alles bauen. Da müssen wir mal gucken jetzt, wie wir da ein bisschen... Wo kann ich mir eigentlich Pflaster bauen? An der Werkbank, in der Werkbank. War oben nicht noch welche? So. Ich kann ja mal kurz gucken, was ich dafür brauche. Boah, wir haben ja so viele Module. Boah, wir können ja ganz viele Geräte bauen. Das Gerät! Cool! Ihr seid ja doch am Farmen unter der Erde. Alter, wir könnten ja eine richtig geile Landkarte bauen, damit wir mal alles sehen. Das ist ja cool. Ihr seid ja unter der Erde, das ist ja geil. Das ist cool zu sehen auf jeden Fall. Ja, wann merkt ihr, dass der Planet sich wieder abkühlt? Dann rausgucken. Was ist cool? Achso, rausgucken. Steuert es gerade jemand oder macht das automatisch gerade? Du steuerst es. Das hält mich an die gute alte Zeit von der Spielautomaten. Du sagst es halt.
Ein Konverter sogar. Nice. Ich dachte, das wäre was zum Essen. So eine Nudelsuppe oder so. Ja, ich mag halt, wenn ich mal Gaddy. Das bitte. Wir tauchen wieder auf, ja? Anscheinend. Hier, du hast doch ziemlich grau. Besetzt hier. Okay, also müsstet ihr erst immer die anderen Dinger abbauen und dann werden die wieder frei oder was? Die müssen die theoretisch platt machen. Also müsste da hinter dir doch eigentlich das gehen? Wo du jetzt nicht mehr bist. David, geht nicht. Mal kurze Frage, ich habe Kupferrohre in meiner Tasche, aber ich kann keine Sprühpflaster bauen, obwohl ich bloß die Kupferrohre brauche. Wir tauchen auf. Das ist die Frage. Nee, ihr taucht nicht auf. Ist immer noch ziemlich nebelig. Ja, wir tauchen aber auf. Ich sehe ja schon den Wartebildschirm. Kann ich auch wieder nach unten gehen? Nee, wa? Nee, das mag er nicht richtig. Okay, man darf halt wirklich nicht draufklicken. Naja, ich will gleich, ey. Wir sind ja bewaffnet. Ja. Da hinten kamen wir raus. Wo kommt ihr raus? Da, wo gerade die anderen rauskommen, oder? Nee, das war da. Das war die Tunnel. Nee, wir sind irgendwie. Das ist eurer hier vorne gleich. Nee, das ist da hinten. Achso, das ist eurer. Okay, nice. Bloß hier, wir müssten gucken, dass wir eventuell ganz weit nah dran ist. Hä, warum tauchen wir wieder ab? Ach, weil ich den Hebel umgelegt habe. Ja, weil du den Knopf gedrückt hast. Okay, krass. Egal. Okay, also das, dann geht man gleich wieder. Schräg, Logi! Ja, hallo! Hallo! Ja, jetzt geht's ja wieder nach oben. Da geht's wieder nach unten. Wann ist hier die Tür freigegeben? Will wieder hochgehen. Produziert mehr Energie, okay, mehr Energie, also Kupferplatten und Kupferrohre brauchen wir eigentlich anders. Wer stellt denn hier Landkarte und sowas her? Was? Nee, habe ich bloß aus Versehen reingenommen, kannst du rausnehmen. Das ist so eine große Leuchtlandkarte. Landkarte. Aber erst wenn man ein großes Schiff. Landkarte. Hallo, meine. Oh, da drüben ist ja gleich der gegnerische Bohrer, ne? Der liegt ja. Ja, deswegen gleich bewaffnen. Die Jungs sind gerade runter ans Dorf hier ran. Vielleicht können wir den gleich platt machen. Ja, sofort platt machen, wenn es geht. Pfeiler, kommst du mit? Schnell hin. Warum produziert jetzt produziert er weiter? Ja, ich komme. Das Ding ist, David hat es alleine auch gepackt, so. Wo seid ihr denn lang? Sind noch drei da. In Richtung Spitze vom Bohrer. Siehst du nicht, wo die auf der Karte sind? Nur wenn ich Karte da drücke schon. Da vom Gegenas. Mit Schub. Ich flitze. Ey, ich brauch wirklich bessere Waffen, Alter. Warum lädt der noch? Weil er über Kugeln hat, der ist ein Scheiße. Was ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Achso, man kann, wenn man die anguckt, auch E drücken, dann sammelt man gleich alles ein. Wir kommen nicht rein. Du hast keinen Zugangs. Ah, jetzt! Der hat uns gerade die Tür aufgemacht. Ist ja geil. Hier ist irgendwo. Ach, hier. Achso, die Spitzhacke tötet. Wieso schießt G-Man eigentlich auf mich? Was, auf dich? Ist eine persönliche Sache. Ist nur eine persönliche Sache. Ich stehe hier hinter der Leiter. Hier oben ist ein Spawner. Hier oben ist ein Spawner. Ja, warte. Spawner. Ja, da wollen wir wieder neue Gegner rauskommen. Ja. Ah, alles hier mit der Spitzhacke. Alles mit der Spitzhacke. Spitzhacke ist supreme. Ist der Stelle, oh, da kommt noch neuer. Ja, okay. Wo denn? Er ist doch schon kaputt. Schon kaputt?
Das kriegen die alle gar nicht mit. Und das, was du siehst, Weiß, aber da sehe ich mal, ich sehe immer wieder, wenn ich dir zuschaue, was du eigentlich alles so leistest. Wow. Ja, David leistet ja meistens. Achso, die Kisten immer erst die Sachen rausnehmen, bevor du die kaputt machst, weil die verschwinden sonst, die Items. Drop nicht nach, das ist schade. Oh, zwei Granaten. Gesundheit. Ich weiß nicht. Oh, hier ist einer. So. Achso, und die Typen möglichst gleich liegen. Oh, hier sind ja noch mehr. David, dein Leben! David, dein Leben! Ja. Ey, das ich gibt's doch nicht. Schon. Ich heile dich. So, alle heile. Heile. Weiler, lebst du noch? Ja. So brauchst du auch eine Heilung. Ich hoffe nur, dass sie nicht unser Raumschiff so demolieren. Ah, das machen die nicht. Die alle tot? Wir müssen ja ihr verteidigen. No, ja, uns werden sie nicht mehr weit kommen. Hier unten ist noch ein Spawner, die Spawner wollen wir gleich ab bei uns. Obwohl, sieht denn hier ein Spawner aus? Ja, sieht aus wie so eine. Sieht aus wie so, keine Ahnung. Hier, das hier, Pfeiler, das ist hier so eine Kapsel. Guck mal, da läuft die Zeit hoch. Warte, Pfeiler, ich guck gleich. Hier. So eine Ding, ja, da läuft ein Timer hoch und dann geht das Ding auf und dann kommt einer raus und das ist Feuer. Jetzt kommt keiner mehr. Man könnte auch überlegen, ob man, wenn man einen hat mit 2-3 spawnen, ob man den zum Farm von den Viechern nimmt. Weil die spawnen ja auch so eine. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ah, ne. Kiste. Ah, als nächstes Mal Sprengstoff. Ja, achso, hier ist immer wichtig, die Decke müsst ihr auch holen. Gut, Decke ist Frachtraum. Oh, nice. Halt, stopp, warte, da ist was drin. Halt, stopp. Oh, hier ist gut, das Stuff drin. Kannst du hier oben die Sachen noch rausnehmen? Alter, das dauert. Ja, ich sag ja wohl nachher mal Sprengstoff. Ey, ich hab so ein Ding vorhin innerhalb von 12 Minuten alleine abgebaut. Ja, ich weiß, du bist halt der Beste. Kommst du wieder zurück? Nein, der wird es der Allerbeste. Hör auf ihn zu beleidigen, Alter. Der Allerbeste. Jetzt musst du auch nicht probieren zu knutschen. Das ist jetzt auch ganz so viel. Auch ein bisschen Rosettenlutschen heißt das, Alter. Ach so, Rosettenlutschen. Ja, Stichwort für Alex anscheinend. Oh, fuck, das Ding explodiert. Rennt weg. Aus. Raus! Sterb ich noch? Wieso? Weil es explodiert! Wärst du da drinnen gewesen, wärst du tot? Ah, nee! Na, da! Wieso? Das ist der Lars! Oh! Das stimmt immer! Ja, Larry! Also, ihr habt noch 5 Minuten, glaube ich, oder? Dann kommt. Ja. Mein Ausbruch wieder. Nee, 14. Wir haben alles. Ach, 14. Oh, das ist okay. komplett weg. Herzlichen Glückwunsch. Und unser ist auch komplett weg. Wo ist unser kleines Raumschiff, unser süßes? Können wir jetzt schon wieder zurück, ja? Das hat auch dieselbe Größe wie das, was ihr gerade abgebaut habt, oder? Nein. Oh, das ist doch nicht kleiner. Kleiner. Was du laberst, nein. Das ist genauso groß. Aber ihr könnt es mal ein bisschen erweitern, vergrößern, verbessern, upgraden. Alter, nee, wo bin ich da hingeraten? Du hast es doch selbst ausgesucht, ein Teil von uns zu sein. Ja. Du hast gesagt, ey, da, David, ihr seid so cool, kann ich irgendwie bei euch dabei sein? Und dann hat gesagt, David, wenn du willst. Ja, aber David hat irgendwann mir nur eine Jute erzählt. Aber wie doof bist du denn, wenn du es noch glaubst? Also ganz ehrlich. Jede Firma sagt dir nur das Gute. Richtig, also die verkaufen doch nicht das Schlechte. Was ist denn los bei dir? Was ist los bei du? Ganz ehrlich. Junge. So, nee, hier nicht. Ja. Das ist ein schönes Bild, David. Und denn hier runter? Ach ja. Das ist ein schönes Bild. Na hier, minus 6, plus 5, 15 von 100. Das gibt mir was. Ja, schön, Alex. Leid, dass ich dich entertainen muss.
Ja, weißt du, was ich mir runtergeladen habe? Kupfererz passt nicht mehr rein. Die verstärkten Rumpfteile, wo soll ich denn die hinpacken? So, er braucht die Seriennummer von dem Pilos. Eigentlich müsste die, wie gesagt, hinterlegt sein, wenn man Vegas auf der Vegas-Seite runterlädt. Wenn du dich da mit dem Account anmeldest, müsste da eigentlich der Code stehen. Sogar eine Frachtflug. Geil. Ah, okay, jetzt sehe ich die Kerne oder was? Sind das die Kerne, wo du gerade bist, David? Ja, na, das sind hier quasi, das Module sind, die wir andocken können, also die quasi außen rankommen und alles mögliche. Ach, sowas wie Schutztürme oder sowas. Ja, Schutztürme, genau. Sowas. Okay. Und das sind halt Verbesserungen von unseren Dings, also hier drin. Aber so eine Art Kern kannst du nicht machen, oder was? Das du kannst nur gerne. Upgraden. Doch, da ist ein Kern, ja. Kern 2. Nice. Aber die kannst du nicht in andere Dinge einfach reinlegen. Oder doch, doch. Hast du Lust auf den Spiel? Geht nicht. Nee, ist mir viel zu kompliziert, ehrlich gesagt. Da kann ich dir jetzt aber auch nicht helfen, Alex. Ich bin doch doof. Empyrean war mir schon zu heftig, aber da habe ich mich reingefuchst. Der Unterschied zwischen... Ach, Frachtmodul und... Sonst musst du halt einfach mal googeln, wo man die Nummer rauskriegt. Aber wie gesagt, wenn man angemeldet ist, dann... Ich habe ja die Seriennummer eingegeben. Jetzt, also er sagt mir jetzt, geht halt nicht, weil die schon verwendet wurde. Kann ich nicht nochmal. Aber Iron hat's doch auch funktioniert. Aber ja, ist denn wenn, ist es bei der, Iron verwendet worden? Nee, wenn du das auf einen neuen Rechner installieren willst, dann machst du das doch auch wie eine neue Installation sozusagen. Also muss ja auch funktionieren. Oder geht das nur einmal zu installieren? Nee. Wäre ja Quatsch. Nein, installieren konnte ich es ja. Ich komme nur nicht quasi ins Programm rein, weil er mit der Seriennummer sagt, die wurde schon verwendet. Ja, Problem ist vielleicht auch gerade, ich habe gerade nebenbei noch Vegas offen, ne? Ja. Das könnte möglich sein, ne? Ach so. So wird natürlich die Seriennummer gerade verwendet, ja. Richtig. Ja. Aber, musst du immer online sein, wenn du mit dem Ding arbeiten willst? Nee, offline, auf dem Bett, klappt das auch. Was ist denn das für eine Frage, Alter? Nein, die Frage ist ja so ein... willst du, oder? Ansonsten zum Arbeiten brauchst du dann nicht online sein. Ja, logisch, Lars, aber wenn ich gerade das Programm benutze, ist doch klar, dass Alex nicht rinkommt. Ja, nee, meine ich ja. Dann lass ihn das doch jetzt installieren, jedoch... achso, wenn du da fertig aber er bist, macht dann soll er auch was mit dem fertig Ding machen und dann... Ja, genau. So ist es ja, sonst muss ich es halt gleich abbrechen. Ist doch, ja, ist doch alles gut. Wir können es ja auch später probieren. Mach da erstmal eins. Dann. Ich habe übrigens die Kommentare alle beantwortet, ne? Haben wir Kommentare gekriegt, ja? Ja. 4 oder 5 Stück. War gar nicht so. Hast du einfach überall hingeschrieben, leck mir am Arsch, oder? Ne, ich hab jetzt eben ein bisschen was ausgedacht, aber... Also. Achso. Leck mich am Arsch, leck mich am Arschloch. Du warst gerade hier, ne? Lecco mio. Operazzi Lucci. Manzus Longo so. Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Junge, Spanisch, ne? Oh ja, es gibt auch noch mehrere Spanisch, ne? Ja. Ich habe gerade gesehen, auf dieser Vegas-Seite, Vegas 20? 20, ja, 20 ist gerade im Sonderschlussverkauf quasi bis heute noch. Mhm. Statt 600 Euro nur noch 150. Tja. Ja, das ist natürlich ein Schnäppchen. Geil, ja. Ja. Für den Preis kannst du aber nicht mehr sagen, nein. Aber auch 150 Euro. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, 150 Euro sind immer noch 150 Euro, Alter. Ja, aber willst du ein professionelles Schnittprogramm haben oder nicht auf dem neuesten Stand? Und 150 anstatt 600 ist schon ein ordentlicher Unterschied. Wer weiß, wann das nächste Mal überhaupt so weit runtergeht. Ja, ist halt die Frage, welche Bundle hier am besten wäre. Also die haben hier mehrere Angebote gerade. Und das, was da zu teuer macht, sind, glaube ich, die Music Maker-Scheiße da drin, weißt du? Aber das brauche ich ja eigentlich alle nicht. Nee. Das brauchst du nicht, da hast du recht, ja. So, Lars, wo hast du jetzt mein Stuff?
Warte. Oh, wir müssen gerade nachfüllen. Schlecht, schlecht, schlecht. Warte, ich komme, ich bringe dir das. Da liegt es, genau, Pell, du siehst es schon eigentlich. Aber da ist ja nicht mehr mein Stuff drin. Nicht mehr alles. Ja, ich kann es ja leider nicht. Achso, ich habe die Platten und sowas rausgenommen, sicherheitshalber. Wir waren uns nämlich nicht sicher, ob dein Rucksack despawnt oder nicht, ob wenn wir losfahren. Ja, aber warte mal, dann muss ich dir woanders hinpacken. Kannst du das da nicht in den Rucksack zurückpacken? Nee, kann ich leider nicht, geht nicht. Okay. Dann pack's oben in die Kiste. Genau. Ja, genau. Komm hinterher. So, hier, der F1. 102 von 15. Wie er die Leiter hochklettert. Gar nicht die Arme für das. Fertigungsmittel. Warte. Spitzhacke. Lars hat sie eingeschissen. Schon wieder? Oh. Mensch, jetzt muss du bist dran mit Windel wechseln, David. Wie kann ich die Munition trennen? Kann ich da auch, weil er hat jetzt zusammengefasst die Munition. Ich glaube Shift. Shift rechtsklicken oder so, irgendwie so weit in die Richtung. So, achso, wie mit sieht's denn aus? Mit einem Scheidungsanwalt sollte eigentlich auch mal hier. Ja. Sehr schnell sogar. Also Alex, ich hab Vegas jetzt nicht mehr angemacht, falls du das nochmal versuchen willst. Sind wir oben? Nee, wir sind nicht oben. Wo sind wir eigentlich? Fährt jemand? Ich hoffe dadurch, dass das Spiel jetzt nicht nochmal abstürzt. Ich denke mal, es lag daran, dass ich ja Vegas nebenbei offen hatte. Und der hat nebenbei ein Video gerendert und hat aber auch gleichzeitig den Stream und das Spiel von der gleichen Festplatte. Da hätte ich mal so clever sein sollen und das auf einer anderen Festplatte machen sollen. Ich möchte doch hier Sachen mit lachen, Vegas. Ja, okay, Alex, du bist heute der Stauste, der Preis kommt. Ah, Alex ist ja unser Computer-Crack, ich merk schon. Yeah, er ist der Boss. Lars, machst du ja jetzt jede Mumpel halt einzeln? Labertasche. Oder? Na, musst ich doch. Es ist. Der geht ja nicht anders. So, ich glaube, du hast wieder alles, oder? Oder was, Anni, du hast hier noch so was fehlt dir noch. Ja, so, jetzt haben wir alles das Gleiche. Genau. Oder warte mal, hier gibt's noch. Kann ich dir. Na, ja, jetzt sagt er, die Seriennummer wurde bereits mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert. Achso, ja, du hast. Die... Ja, warte. Ich muss. So, jetzt kannst du loslegen. Ich stelle mich jetzt mal kurz in der Ecke, ich muss mal ganz kurz Harz nachfüllen. Achso, Schrauben? Achso, Schraubenschlüssel brauche ich ja erst dafür. Okay, ich hoffe, ich habe nichts von dir behalten. Krieg gleich wieder Ärger. Was ist jetzt so? Geh alle durcheinander. Wieso tot? Nee, hier ist ein Todesgrube und dann könnte man das hier, das hohe Plateau hier quasi platt machen. Oh ja. So, mehr Schränke. Peil, hast du Bock? Nee, warte mit Schränken, wir brauchen eigentlich. Du brauchst Kugeln zum Angreifen. Achtung, wir tauchen auf. Die habe ich ja gefunden. Und gleich benutzen, Dicker. Es gibt Gegner. Beschmaffnet. Bist du beschmiffnet? Bist du beschnüffelt? Ich will gar nicht viel, wie wir hier rauskommen. Bewaffnet? Sind wir schon oben? Nein, bis jetzt ist noch alles Bild. Ach, scheiße, hier auf sortieren, Alter. Das kann man später machen, aber. Ah, da sind wir. Ja, ich seh's gerade. Hallöchen. Was ist da? Einmal ausklappen. Gib, alles gut. So, ist Lars noch da? Ja, ich mach grad noch was anderes. Mich hat jemand benötigt. Du und dein Harz, ne? Nur am Harz, ne? Nein, jetzt? ich hab den falschen gedrückt. Oh, Scheiße. Der fragte wieder zurück, oder? Ja. Tschüssi. Da kam eh Gegner, ist okay. Alter, das sind auch gut viele Gegner. Aber ich find's cool, dass du mich immer kritisiert hast als Pilot und so. Ich sehe, wie gut du bist. Mann, dass das Lager genau neben diesem Knüppel ist ja auch komplett bescheuert.
finde es ja toll, dass du Ausreden findest. Finde ich das schön. Aber das, ja, Ding kann, ja, ja, das Ding kann ich herstellen. Das können wir woanders randocken, glaube ich. Das muss gar nicht genau hier dran sein. Ausreden sind da. Ja, Ausreden sind da. Finde ich gut. Wolltest du nicht dein Spaghetti-Spiel spielen irgendwie? Ja, genau. Geh mir mal nicht auf die Spaghetti, wenn ich spiele dein Spaghetti-Spiel. Leute, ganz ehrlich, das, was ich gespielt habe, ist edel. Ja, stimmt schon. Aber ich finde das auch sehr interessant. So. Ich will einfach mal, was ihr immer bei mir macht, beim Zocken, will ich das auch mal machen. Ohne wirklich dabei zu sein. Einfach klugscheißen. Immer besser wissen, wie es ist. So. Das ist jetzt, immer. Nein, das mache ich nie. Ich werde nur kritisieren. Und heute ist mal Payback. Heute ist Zeit da. Macht weiter, ja, Business. Ich schau zu. Ich hab keine Muni. Alter, ist der laut. Hast du da aber dieses Turmmodul? Der Tesla-Onkel hat. Der Blitztyp, ja. Gibt's noch mehr? Nee. Nee, ich glaube, der wird hat geklärt. Ich guck gleich mal, ob ich so mehr. Ja, mein Spiel hat euch gleich Kupferbarren dabei. Achso, nee, musstet ihr alle wieder darin packen, ne? Ich glaube, ich habe so eine Wand gebaut wieder, die ist der Heiler, oder? Ach hier, da kommt noch einer an ihr geflogen. Munde herstellen. Ja. Jetzt sagt er, also man kann höchstens zwei Geräte gleichzeitig verwenden. Ja. Oder man, also zwei Geräte für die Lizenz verwenden im Prinzip. Und zwei sind angemeldet. Ich gehe stark davon, oder weiß ich jetzt nicht, Windows Computer mit Windows 10 Pro. Intel Core i9 Prozessor. Das ist meiner. Das ist deiner. Und der Windows 7 Professional, Intel Core i7. Das 6. wird Iron seiner sein. Das ist Iron. Ja. Also Iron kannst du theoretisch, wenn es geht, rausschmeißen. Okay, der hat sein eigener da. Yep. Oh, okay. Ja, dann kann ich zu dir jetzt. Das könnte ich gar nicht nachmachen. Wo hat die Klingel? Ich hab keine Munition mehr, also Lars, verteidigen kann ich nicht. Hier ist Muni im Dings drin, David. Ich komme. Pass auf, hier ist der Luft da, komm her. Ich hab hier Munition. Funktioniert. Lad doch mal ein bisschen was ab, David. Das funktioniert, du sagst Pups, du? Den du hast. Das jetzt funktioniert, ja. Das ist doch super. David? Red nicht mal mit dir. Ja. Alles so. Hä? Nice, dann brauchen wir das nächste Mal bloß die Einstellungen machen und dann kann ich dir alle zeigen. Oh. Wollen wir das Ding hier gleich platt machen, Leute? Was hier neben uns ist? Mit dem einen Stern. Das war David sein Plan, glaube ich. Okay, dann warte ich hier kurz. Nee, ich kümmere mich noch ein bisschen um das Schiff. Ihr könnt das ja beide platt machen. Was ist denn die OBS hier? Achso, ich wollte gucken, wie ich das. Naja, mach die erste Auto. Ich bin geschockt! Also bei David sieht es aus wie Minecraft. Jetzt wird doch verkackt. Tut mir leid, eigentlich müsste ich aus dem Spiel rausgehen, wenn es bei den Jungs lag. Aus dem Spiel. Ich schaff's nicht alleine! Noch. Oh, da noch einer. Hinter uns. Jetzt rennt er weg! Ja, klar! Ey, ich will auch eine Blitzwaffe haben, das ist doch unfair. Guck mal, der wird halt auch keine Blitzwaffe, ich hab. Müssten schnellstmöglich reingehen lassen. Ich versuche. Nein! Ich hoch an der Seite. Und jetzt erstmal mit der Picke die Dinger kaputt machen. Die dürfen nicht wieder spawnen. Ach so. Oh, warte, jetzt ist für schön das scheiß Armband hier offen, ey.
Was ist denn das für ein Quatsch? Heute geht alle drunter und drüber. Ja, heute ist richtig irgendwie. Heute ist irgendwie Partymodus. Wie kriegt denn den scheiß Armband wieder weg? Welche? Oh, Kuh. Nee, Kuh. Okay. Kuh. So, jetzt dürften keine mehr nachspawnen. Au. Der Bitoppi. Danke dir erstmal, wa? Jo, kein Thema. Macht dann 180 Euro. Dann haben wir schon mal beide jetzt auf jeden Fall Geld und Zeit gespart, würde ich sagen. Ja. Ja, ich kann mir überlegen, also können wir uns ja nachher, wenn du fertig gestreamt hast, nochmal das andere da angucken, Vegas 20 da. Ich weiß ja auch nicht, was das Upgraden kostet auf 20, weißt du? Weniger, stand gerade da. Wenn du doch weniger als 150 sind, dann könnte man sich das halt überlegen, ne? Könnte man sich überlegen, ja. Wir können uns das ja nachher mal angucken auf der Seite, ob das so produktiv ist oder vorteilhaft. Ja, ich sag mal so, wenn das 4K-Zeitalter da mal so langsam im Streaming-Bereich hier losgeht und so und dass man das auf YouTube und so kann, dann wäre das schon vom Vorteil, da mehr Einstellungen zu haben, sag ich mal. Das stimmt, also 4K und so aktuell? 4K ist doch jetzt nicht wirklich der Standard, oder? Noch nicht, Jusen. Das ist noch Zukunftsmusik. Weil du dafür eine... Zukunftsmusik in den nächsten 15 Jahren oder was? Naja, du brauchst halt eine höhere Bitrate, um halt auch auf dieses 4K-Format zu kommen. Und man kann zwar eine höhere Bitrate einstellen, aber im Stream direkt nicht. Das wird von Twitch halt immer auf 6000 gedrosselt. Da kann man doch erstmal 4K ein bisschen... Was passiert hier? Ja, jetzt wird die nächsten Monate. Was hast du gedrückt, Lars? Du hast mich hier fast eingequetscht, Alter. Nee, du, ich bin draußen. Ich bin verwundert. Lass mal eine neue Streaming-Plattform in den nächsten 3 Monaten aus dem Boden stampfen. Können wir mal über das Spiel reden, oder? Nö. Okay, na dann lassen wir das da. David, ich bin tot, also ich lieg hier irgendwo unterm Rollstuhl. Der Peiler ist doch bei dir in der Nähe. Wer ist denn losgefahren mit dem Ding? Der Peiler, oder? Doch nee, losgefahren. Wo liegst du denn, Lars? Ich liege hier unter irgendwo, der hat irgendwas zusammengeklappt und dann wurde das Außenmodul abbauen wollte eigentlich. Ich weiß nicht, aber Peiler guckt doch die ganze Zeit da drauf oder nicht? Oder bin ich doof? Ist ja das, was David sieht. Dieser grüne Kreis ist doch Dings oder nicht? Bei mir liegt Glas in der Wand. Ja, der liegt. Oh. Ja, da musst du nicht respawnen lassen. Kann ich versuchen. Ja, da liegt er. Er lag in der Wand. Ich komme immer noch nicht ran, ich muss die andere Wand auch noch wegmachen. In der Wand? Wer hat ja, hier! Gemacht? Guck in Stream, du liegst da an der Wand! Ja, ja. Hat sich das Ding automatisch zusammengeklappt? Na, irgendjemand muss einen Knopf gedrückt haben. Ich stand draußen. Also. Na, ich stand auch draußen. Sonst wäre ich ja nicht. Ich wollte draußen ein Modul abbauen. Ich komme nicht an Lars ran. Ich bin schuld. Ja, stimmt, Jusen ist schuld. Problem, ich komme nicht ran, du musst respawnen, Lars. Dann... Okay, er ist da. Dann. Tut mir sorry. Ja, alles gut, die kommen aber hin. Ich hol meinen Rucksack ab und gucken, ob ich den kriege. Alter, Inventar ist schon wieder voll bis oben hin. Schlacht mal das Ding erstmal weiter aus hier. So, da kann man bessere Rucksäcke machen oder sowas? Weiß ich nicht, Jusen, aber man kann auf jeden Fall eine Rüstung sich aufbauen. Dazu müssen wir aber noch Wissenschaftspunkte ercraften. Damit wir neue Waffen und Rüstung und sowas bekommen können. Ach, mein hier liegt mein Rucksack. Okay, alles klar. Cool. Hammer. Dann guck hier, kannst du gucken. Ja. Die bauen das gerade noch an. Wir hätten die ganzen Kupferrohre und Platten aus dem Dings rausgenommen. Musste ich rausnehmen, damit ich meine Sachen herstellen konnte. Tut mir leid, David. Dafür habe ich Muni für uns beide hergestellt. Musste leider wieder reinpacken. Pass auf, in 10 Minuten oder in 9 Minuten geht wieder vulkanmäßig los. Ne? Mhm. Kann ich ja mal durch den Underground eine Runde düsen. Solange können die Jungs ja vielleicht irgendwas craften. Zeit oder so.
frag mich, für was ich die Dinger jetzt hacke, aber. Die brauchen wir ewig. Oh, es explodiert schon. Gut, man muss es nicht sagen. Raus, Lars! Raus! Das Ding geht hoch! Na, du kriegst Schredder, habe ich gesehen, dadurch. Wenn du die Dinger da abbaust. So, man muss sie auf jeden Fall nicht abbauen, damit es kaputt geht. Nee. Ich glaube, da musst du nur eine bestimmte Anzahl von Energie abzogen. Ja, und jetzt bauen wir den Rest ab. Genau. Dann sind wir aber voll. Jetzt wär's ein Druckhauen, Leute. So, Lars. Haben wir Toppi gemacht, würde ich sagen. Guck mal, hier unten ist gleich noch einer, oder ist das unserer? Ne, das ist unserer, ne? Das, wenn du den kaputt machst, muss ich dir leider eine Kugel verpassen. Wollen wir mal hier runterlaufen, wo ich gerade hin? Okay, du bist schon auf dem Rückweg. Dann gehe ich allein. Warte, nee. Warte mal, du meinst, du bist in eine andere Richtung, ja? Oder wo bist du? Na, guck mal auf die Karte. Ich gehe da unten zu dem Haus, wo wir noch nicht waren, Ludwig. Du mit der Bahn vorhin aber auch viele. Warte mal, komm mal. Auf dem Weg. Ich will endlich den dicke Gewehr oder die Schrotze haben. Leute, achten ja, unvernünftig Gewehr, ja. Jusen macht hier die Zeitansage. Jusen ist unser, Mann, wie heißt der bei Iron Man? Der Computer? Computer? Na kommt, Leute. Muss da einer mal raushauen. Ich will Jeffrey sagen, aber das ist falsch. Das war bei, Prince von Bel-Air. Jeremy. Jochen. Nee, Iris ist es nicht, oder? Cyrus? Oh fuck, wir hätten ein bisschen weiter nach rechts gemusst. Ich hab's vergessen, ich hab so lange keine Marvel-Filme mehr geguckt. Die letzten sind ja auch irgendwie alle gefloppt im Kino. Jarvis, danke Alex. Jusen ist Jarvis. Nicht Jarvis, okay. Ist der intelligenteste Computer der Welt, also. 7 Minuten. Ja, wir sind ja da. Da laufen dahinter welche, ja. Dann rüste schon mal aus, lad noch mal nach. Warte, ich guck gerade, wie viel habe ich noch. Guck mich hier schon mal um. Gibt's hier einen Keller? Gibt's hier einen Keller? Ich sehe keinen Keller. Doch, hier hinten ist eine Kellertür. Hier ist eine Kellertür? Bin hinter dir. Ja. Klopf mal auf den. Ums. Bis jetzt kommt keiner. Ich beschütze dich und Rinder. Türmen! Ich hab eh keine Munition. Ja, er rennt für dich vor. Du machst nur die Tür auf. Ein Schrank war drinnen. Ja, ey, wir finden immer wieder Schränke. Also Schränke selber herstellen ist auf jeden Fall totaler Quatsch, finde ich. Alter, ich hab gleich das Lager gefunden, wie es aussieht. Ja, ist schade, dass man nicht in die Häuser rennen kann, sondern dass manche... Mach kaputt, was du da siehst, oder, Peiler? Oh, weiß ja nicht, ob der geht. Na, wo du unten im Keller warst, kannst du es nicht kaputt machen? Ja, ist eine gute Frage. Oh, da kommen Gegner. Oh, da kommen viele Gegner. Ist Lars immer noch unten drin? Nee. Ja, aber ich glaube, ich hab ja keine Munition. Hast du schon vor dem Anfang angesagt, dass du keine Munition hast? Jetzt rennen sie weg, die Feiglinge. Aber die gehen erstmal auf den Schwächeren. Oh, alles gut. Kapse. Manchmal trifft der Revolver ja doch. Auch wenn ich schon 6 Schuss voll daneben gesetzt habe, obwohl der Gegner bloß ein paar Meter von mir wegsteht. Aber das ist... Nee, es geht nicht, Jusen. Oh, es geht. Können wir nicht abbauen, die Sachen. Das ist schon mal nach 5 Minuten. Jetzt laufen wir mal zum... Big Latsch hinter dir her. Auf jeden Fall findet man da hinten Granaten. Herstellen? 100... Ach nee, das ist David, der gerade welche herstellt, oder? Nee. Aber da ist unser Schiff. Da steht herstellen. Nee. Ach so, das ist die Mission. Sorry, das ist die Mission. Ach, du musst 100 Granaten herstellen, oder was? 15. 2 haben wir. Wenn auch irgendjemand von euch 13 Granaten herstellen möchte, sollte er sich bitte nicht aufhalten lassen. Vom Pfeil aus. Unten lasse ich erstmal alle drin und oben packe ich erstmal wieder alle draus. Boah. Schränke über Schränke. Haben wir irgendwo Munition versteckt? Nee, ich glaube, ich habe nur welche für David vorhin nochmal hergestellt. Aber ihr kriegt jetzt alle seinen Extraschrank. Und Kohle.
kriegt jetzt alle seinen extra Schrank hier. Tyler, Mr. Logistik oder was? Wenn man den Beruf mal gelernt hat, weißt du, was Phase ist. Muss alles seinen Platz haben. Ich mag es lieber ein bisschen sortiert, ja. Das ist nicht eine Riesenkiste, wo alles drin ist, würde mir auch völlig reichen. Wäre auch cool, ja. Also, Metallerz brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr herstellen. Kupfer haben wir, glaube ich, auch ganz viel. Ja, doch, zum Erweitern für das Ding, oder? Ja, aber wir müssen ja erstmal verbrauchen. Wenn wir drei Schränke damit voll haben, Yuzi, bringt das uns ja auch nicht viel. Wir müssen es verbauen, ja. Na, ich bin Yuzi Yuz oder Yuzen oder Yuzinator. Ich hab viele Namen. Yuzilette. Achso, übrigens, David heißt Junior, ja? Ich weiß. Ja, aber nicht in, so, aber nicht in, aber nicht in unserer Welt. Da nicht in unserem Freundschaftskreis. Nein, aber ist in der anderen Welt. Ja, das stimmt. Genau genommen heißt es Team Junior. Wie heißt es? Team Junior, okay. Team Junior, okay. Nein, Team. Enzym. Wie Enzym oder was? Enzym. Sozusagen, ja. Enzym Junior. Okay. Aber wie gesagt, ist nicht in unserem Sprachgebrauch das Junior für Davidoff. Okay, da muss wohl mal extra. Taucht einer ab mit dem Ding? Haben nur noch 2 Minuten. Na, sind alle drin? Also ich bin drin. Ja. Mal gucken. Okay, wir haben es jetzt bist du drin? 64 haben wir jetzt. Da bist du drin. Jetzt fahrt ihr los. Genau, jetzt tuckern wir los. Da hat der kleine Mann recht. Warte, hört man ihn so laut? Ich höre ihn, ja. Ja, lauter als du, ja. Ja, genug. Geht uns auch so. Ah, jetzt sehen wir was. So, Peiler, willst du mal unter der Erde ein bisschen graben gehen oder soll David machen? Kann auch David machen. Ich sortiere erstmal noch grob. Also, du willst immer die Explosion sehen oder was, David? Du denkst, ich mag die Explosion. Deine Atompisse ist schon geil. Ich mach viele Waffen rein. Ich hoffe nicht so viele Sachen. Achso, du kannst auch durchs Guckrohr gucken, wir haben eine gute Position auf dem VK. Achso, man kann die Kamera hoch. Heiler, du kannst auch Rechtsklick machen, musst du auch nicht über. Ich weiß, ich hab. Und ich würde dir empfehlen, zwischendurch immer mal unten links auf Stapeln zu drücken, weil dann sortiert er dir alle doppelten, dreifachen Sachen zusammen. Ah, geil. Ja, hat gar nicht drauf geachtet. Danke, David. Boom. Ich glaube, ich brauche noch mehr Schränke. Schon wieder fast alle also, voll. Alter, wir werden jetzt nur noch hauptsächlich noch so Dingsmuten daran klatschen. Wie gesagt, wir haben die Größe von dem Dings verdoppelt jetzt von unserem Schifflager. Okay. Das ist schon mal schön. Jetzt sieht man. Wo ist der jetzt reingepackt? Da. Ich hab mir doch gerade Munition gebastelt, aber irgendwie hätte ich das ja nicht genommen. Das ist alles da in dem großen. Da. Hier unten drin, dein Lars. Okay. Da müsste drin sein. Oder? Ach ja, ja. Also, Peiler, hast du noch einen Schrank übrig? Oben sind irgendwo noch Schränke drin, ja. Ich hab noch vier Schränke. Erstmal nicht noch mehr im Inventar. Möchtest du da die haben? Hab mal neue Mission. Ja, na, sonst setzt die oben erstmal irgendwo hin. Okay. Weil wir brauchen also theoretisch noch mehr Schränke. Ich habe noch keinen Schrank, wo ich Metallteile, also gefertigte Metallteile reinmachen kann und so.
würde ich dann gleich nochmal umsortieren. Ich lasse die erstmal hier unten alle drin, ja, David, in dem Hauptding. Nicht, dass ich wieder was rausnehme. Wo stellst du dich und jetzt hin? Überall, wo Platz ist, Lars. Ist ja vollkommen relevant. Nee, aber Schraubenschlüssel in der Hand nehmen? Ja, aber dann sagt er mir immer, ich soll erst mal reparieren. Warte mal, ja, Schraubenschlüssel, ja. Und dann steht da Reparatursatz. Rechtsklick? Kann ich da ja nicht. Achso, Rechtsklick? Rechtsklick, Linksklick? Nee, macht er nicht. Hä? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Habe ich es im Inventar angeklickt und dann den Schraubenschlüssel genommen? Das kann auch sein. Okay, jetzt. Achso, wenn ihr scrollt, ihr seht dann unten über eure Taskleiste, wenn ihr mehrere Sachen drin habt, was ihr auswählt. Okay. Ja, habe ich gerade festgestellt. Und manche Module kannst du draußen ans Schiff ansetzen. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Wenn du drinnen guckst, hast du andere Sachen, als wenn du draußen guckst. So, da ist ein neuer Schrank, hier ist ein neuer Schrank und dann können wir oben können wir oben noch Schränke anmachen? Nee. Ah, da in der Ecke stelle ich auch noch einen hin. Cool, okay, steht. Und hier. Hier steht auch noch einer. So, da vier sind Schränke. Die Roboterteile drin. Zeigt noch so eine lustige Werkbank. Mal alle draus. Hier sind die. Genau. Oh, wir brauchen okay. Mehr Platz. Wir brauchen nur einen ganzen Gang mit Schränke. So, oh. Jetzt stelle ich mich immer hier in die Ecke. Das bringt die mal schnell rüber. Okay. Ich habe Munition drin gemacht. Das bleibt doch so. Hier können wir Munition und Heilung drin packen. Hier ist noch nichts drin. Das hier kann alles raus. Kohle. Ja. Okay. Ist halt schade, dass man das in Schränken nicht groß weiter stacken kann. Ja, nee, das geht nur in unserem. In unserem Schiff. Aber das braucht auch mehr Plätze, mehr Sachen du reinpackst. Okay. So, das haben wir sortiert. Hier sind die kaputten und die Dingsmarken drin. Hier sind Teile und Fertigteile drin und die Schränke sind noch leer. Das ist so gut. Dann ist das jetzt alles einigermaßen sortiert und wir haben noch drei leere Schränke. Ist doch tippitoppi ist das. So, sind wir noch unter der Erde? Ja. Ja. Also kann ich um ein bisschen rumkurven. Ja. Achso, ich habe herausgefunden, wenn du auf die großen Dinger drauf drückst, tauchst du sofort auf. Also immer nur davor drauf, nur davor stehen bleiben und dann mit dem Periskop hochgehen. Okay. Beziehungsweise such mal eins, wo ein Symbol drauf ist, auf so einem großen Fleck. Ja, habe ich, aber das haben wir gerade kaputt gemacht. Das sehe ich schon mal. Ne, das haben wir oben kaputt gemacht, da ist unten wieder eins gespawnt. Aber wir tauchen da auf, das ist wieder so ein Ausgang. Wir müssen da in der Nähe auftauchen, damit wir das platt machen können. Ich glaube nämlich jedes Mal, wenn der Vulkan ausbricht, spawnt ein neues. Du kannst erstmal rumfallen. Ich glaube generell, wenn der Vulkan ausbricht, spawnt alles neu nach, oder? Das kann gut möglich sein, ja. Die Typen auch neu spawnen. Ich will bloß mal langsam die Upgrades machen, damit wir die Waffen und die Rüstung herstellen können. Die Rüstung habe ich schon hergestellt, ist schon im Dings drin. Ah, okay. Weil für die Shotgun und fürs Gewehr fehlen uns ja auch noch Sachen. Dafür Kupferwaffenbestandteile. Hatten wir schon mal 3-4 Stück. Ich weiß aber nicht, in welchem Schrank. Oder irgendjemand hat schon mal eine Waffe hergestellt und die sind jetzt alle weg. Oder können wir die zum Teil auch herstellen? Ja, können wir herstellen. Mal in der Shotgun fertig. Achso, und die Spitzhacke ist nicht verbessert, die hier drin ist. Ah, okay. Du kannst nur einmal eine Spitzhacke aus Kupferbarren herstellen und einmal aus Kupferschrott. Aber das ist genau die gleiche. Aber es macht keinen Unterschied.
Nee, ist halt die Frage, weil ich könnte mir vorstellen, die aus Kupferbarren, dass die zum Beispiel entweder länger hält, aber Haltbarkeit gibt es ja nicht, ne? Da kann ich mir bloß vorstellen, dass sie mehr Damage macht. Lalala. Oh, ich bin hier bei einem Amboss. Dann müsst ihr mir sagen, wenn er auftauchen wollt, ne? Wir könnten nicht auftauchen, ja. Soll ich bei einem Amboss auftauchen mit einem Stern? Ne, du kannst nicht direkt da auftauchen, musst du mal in der Nähe auftauchen. Ich hätte auch was in der Nähe, wie ich gerade gesehen habe. Bei die Lava kannst du auch ganz kurz rübergehen, aber. Ja, du musst aber auf die Hitze aufpassen. Ja. Okay, wir tauchen jetzt einfach hier auf. Immer erst vorher gucken, bevor du da aufgehst. Was soll ich denn da gucken? Genau, ob da viele Gegner sind. Ja, Hulk jetzt mal eiskalt vergessen. Lassen wir uns überraschen. Muss ich eigentlich zum Auftauchen die ganze Zeit an dem Ding dranbleiben oder kann ich mich davon? Nee, du kannst jetzt das Cape drücken. Okay. Da kommen wir raus aus dem Boden. Ich glaube, wir sind an der gleichen Stelle wie vorhin. Ja, schon die ersten Gegner an der Wand. Die Schiffskanone ist schon geil, Alter. Gut. Wie viel Schuss habe ich noch? 60, muss reichen. In welche Richtung renne ich? Altes Raffineriedorf. Ne, hier oben zum Anker, zum Amboss wollte ich. Also muss ich über den Hügel. Achso, heilen sollte ich mich auch mal, sonst falle ich gleich um, wenn ein Gegner kommt. Ey, wie dünn die Handgelenke von unseren Figuren sind, ist auch geil. Dünner als meine. So, 16 Minuten haben wir. Da hinten ist der Amboss. Gucken wir mal, was es da gibt. Beim Amboss war ich noch nie. Das ist gleich noch ein zweiter Amboss. Okay, Gegner ignorieren mich erstmal. Sorry, Sinners. Mach ich hier den Lucky Look mit meinem Colt, Alter. Hallo Spazi. Hast Döner geholt? Oh, schön. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Vier, fünf Gegner. Das wird ja lustig. Wird ja auch gut, wie die sich immer zurückziehen. Oh fuck, ich bin fast tot. Renn, 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 renn. Eilen? Alleine ist das ganz schön schwer, Alter. Mach die Tür auf. Tür ist offen. Warte, ich glaube, oben ist schon einer.